Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen zu Hause. Kollege Wurm, ich meine, irgendwie müssen Sie jetzt sich schon im Klaren sein. Ich denke, einerseits wollen Sie für alle Konsumentinnen und Konsumenten stehen und auf der anderen Seite machen Sie eine Separation zwischen Migrantinnen und Migranten und Konsumenten. Also da müssen Sie schon irgendwie die Mitte finden, wo Sie eben wirklich, Sie sind nicht glaubwürdig, ja, auf jeden Fall. Aber dieser Separatismus, der immer wieder auf jeder Ebene kommt, das ist einfach verachtend. So, jetzt will ich zum grundsätzlichen Thema dann kommen. Im Jahr 2014 veröffentlichte der VKI insgesamt 115 Tests, Markterhebungen und Reports. Es wurden über 4.500 kostenlose Erstberatungen durchgeführt und 3.500 Spezialistenberatungen durchgeführt. Es wurden auch rund 200 Verfahren in Rechtsangelegenheiten betreut. Und die Website konsument.at wurde letztes Jahr von 3 Millionen Menschen besucht. Da sieht man, wie wichtig ein starker Konsumentenschutz für unsere Bürgerinnen und Bürger wichtig ist. Das Ministerium unterstützt jährlich mit 1,5 Millionen Euro den VKI und dazu kommt noch ein finanzieller Beitrag von der Arbeiterkammer. Und gerade deswegen sind eben, weil es gekürzt worden ist, sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VKI auf die Straße gegangen, um gegen den anhaltenden Sparkurs einfach zu protestieren. Der Protest hat auch seine Früchte gezeigt. Das bedeutet, das Ministerium versucht weiterhin, zumindest bis zum nächsten Jahr, 2016, Dezember, wird der VKI weiterhin finanziert. Er kann weiterhin seine Arbeit fortsetzen. Aber was danach passiert, ist natürlich immer noch offen. Und eine kurzfristige Budgetpolitik der Bundesregierung gegenüber der VKI kann einfach auf Dauer keine nachhaltige Lösung sein. Es ist nichts anderes, als den VKI zeitlich an der Leine zu halten und den VKI einfach strategisch zu schwächen. Auch wenn die derzeitige kurzfristige Finanzierung sehr gut klingt, hungert der VKI schon finanziell seit Jahren. Die Testeinrichtungen sind veraltet und die Liste der nicht durchgeführten Tests werden immer länger. Und ich sehe auch sehr wohl ein anderes Problem beim VKI, und zwar das Problem der Unabhängigkeit. Das hat sich sehr schön gezeigt beim VW-Skandal. Und zwar hat man da sehr wohl gesehen, auf der einen Seite die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auf der anderen Seite waren es die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten. Und da hat man auch natürlich sehr wohl gespürt, wie sehr der VKI dann einen Druck seitens seiner Geldgeber gehabt hat, sprich von der Arbeiterkammer gehabt hat. Und das kann es nicht sein. Also es kann nicht sein, dass die VKI jedes Mal bei ähnlichen Fällen in die Sackgasse entfällt und seine Unabhängigkeit einfach gefährdet ist. Und die derzeitige Vermischung von diesen Interessen kann den VKI auch in ihrer Interessenvertretungen auch nicht glaubhaft machen. Vor allem muss ich auch immer wieder an den Vorschlag der Regierungsübereinkommen erinnern, wo sie versuchen, die Geldbußen aus dem Kartellverfahren an den VKI zweckzuwidmen. Das konnte auch bisher immer noch nicht gesetzlich verankert werden. Und diese bereits vereinbarte Zweckwidmung von Geldbußen aus dem Kartellverfahren muss irgendwie rasch auch vorangetrieben werden. Eine unabhängige Budgetplanung und eine langfristige, nachhaltige Positionierung des VKI scheint daher auch in Zukunft unmöglich zu sein. Und deswegen appelliere ich nochmal an die Regierungsparteien, dass sie eben eine finanziell nachhaltige Lösung für einen unabhängigen Konsumentenschutz dann suchen sollen. Danke sehr. Das war Aygül Berivan-Aslan, die Konsumentensprecherin der Grünen. Sie kommt aus Tirol. Markus Vogel, SPÖ, ist nun an Bord.